Was muss ich eurer Meinung nach für ein Einkommen haben, um jemanden einzustellen? Also erstmal kannst du mal sagen, dass die meisten viel zu schnell Mitarbeiter einstellen, obwohl sie sich das gar nicht leisten können. Ja. Das ist natürlich auch super verantwortungslos, weil du einfach auch Verantwortung hast für diese Person. Das heißt, du musst ja ein Lebenseinkommen oder ein Einkommen von jemandem sichern. Und die meisten bei 3.000, 4.000 Euro stellen ja schon jemanden ein. Nein, das macht keinen Sinn. Also wirklich ab 8.000 Euro Umsatz, ja, kann man sich so langsam mal mit dem Gedanken beschäftigen, was wir immer empfehlen. So ab 10.000 Euro kann man wirklich dann auch konkreter werden. Die meisten aber unserer Kunden machen tatsächlich erstmal so 12 bis 15.000 Cashflow, monatlich stabil. Und dann kommt sowas wirklich in Frage, dass man sagt, okay, jetzt stelle ich einen Mitarbeiter ein, weil es einfach auch, da kann man dann auch schon im größeren Maße denken. Aber so generell kann man sagen, ab 8.000 Euro kann man sich so langsam mal Gedanken machen. Langsam. Und ab 10.000 Euro kann man dann wirklich auch konkreter werden. Ja, und Aber das. man muss nicht unbedingt. Es gibt viele, die auch beweisen, 20.000 Euro Umsatz wäre zum Beispiel auch möglich, wenn man alleine Ja, arbeitet. wann muss ich einen Mitarbeiter einstellen? Dann, wenn es dir leisten kannst, wenn es dir wirklich leisten kannst und nicht, wenn du irgendwie den Wunsch hast. Ja, und viele stellen ja auch Mitarbeiter ein und merken dann, die Mitarbeiter, die kosten irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Und was bringen die? Nix. Eigentlich bringen die denen nur die arbeiten halt ab. Bringen die aber keinen Mehrwert, die bezahlen sich gerade so selber. Das ist natürlich auch nicht unbedingt der Sinn von einem Mitarbeiter. Verschafft dir halt Zeit, das heißt, du bezahlst dir rein für die Zeit, aber kriegst keinen Mehrwert raus. Muss man sich auch überlegen, warum stelle ich auch Mitarbeiter ein? Um mir Zeit zu schenken durch den Mitarbeiter oder um ein Unternehmen wachsen zu lassen? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein Unternehmen wachsen zu lassen durch Mitarbeiter ist nicht, jemanden zu bezahlen, damit er dir Zeit schenkt. Weil das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad der Wachstum. Muss man das auch nochmal sagen. Wie Mitarbeitersuche mache ist ich Umsatz? eh Ja. gerade so ein Thema. Viele finden keine Mitarbeiter gerade. Viele leiden darunter. Ja. Aber wie gesagt, ihr könnt auch euer Unternehmen wachsen lassen ohne Mitarbeiter. Klar, irgendwann müsst ihr Mitarbeiter einstellen, irgendwann wird es auch gefragt sein. Aber viele denken gar nicht daran, dass man einfach auch das Unternehmen optimieren kann, ohne unbedingt Mitarbeiter einzustellen. Trotzdem hat man Umsatzwachstum. Ja, braucht nicht unbedingt immer Mitarbeiter. Genau. Und nochmal ganz kurz zu unserer kostenlosen Beratung. Können wir auch nochmal an dieser Stelle sagen. Also wenn du gewisse Ziele hast oder wenn du gerade nicht vorankommst, wenn du stagnierst, wenn du vielleicht auch das Thema hast, Mitarbeiter, Führung, Mitarbeiter, wie finde ich Mitarbeiter oder wie finde ich Kunden, wie präsentiere ich mich online, wie gewinne ich vor allen Dingen Kunden online, wie funktioniert es oder ich habe gerade auch, Verkauf verbessern. genau, oder vielleicht habe ich gerade auch irgendwelche Probleme, wo ich gerade nicht weiterkomme, habe irgendeine Herausforderung, dann haben wir halt eine kostenlose Beratung, die man sich bei uns anmelden kann. Wir haben auch überall die Links drin. Bei Instagram ist es in der Profilbeschreibung, in der Facebook-Gruppe ist es auch in der Titelbeschreibung, genau. Und bei YouTube ist es auch hier unter dem Video oder auch unter allen anderen Videos. Da ist der direkte Link. Ansonsten www.stremelhoffmann.de. Könnt ihr euch gerne über uns auch erstmal informieren. Ja. Wie gesagt, ja, diese kostenlose Beratung ist kostenlos. Ja. Wir können es nur Ist nichts anbieten. kaputt, wenn ihr es versucht, ja? Nee, und das ist Ja. auch. Und für alle die, die hier wirklich Hilfe brauchen, sie unterstützen lassen wollen, sie jetzt erstmal kennenlernen, gucken, was wir überhaupt für euch tun können. Und wenn ihr dann sagt, so, boah, finanziell, ich weiß ja, viele jammern da gerade rum. Wenn ihr wirklich wollt, ja, wir sind keine Unmenschen, wir finden da auch eine Lösung Ja. mit euch gemeinsam, Ja. ja? Und was man, Keine Angst bitte genau, auch. und was man auch dazu sagen muss, wir nehmen nicht jeden. Nein. Wir haben das Privileg dazu. Wir können auch nicht jedem helfen, wenn es teilweise auch zu spät ist oder wenn jemand auch zu utopische Ziele hat, wo wir sagen, sorry, aber wir sind ehrlich, offen und ehrlich, das kann man nicht erreichen, das ist nicht möglich in dem Zeitraum, dann lehnen wir auch ab. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass wir irgendwie machen müssen. Und ganz wichtig, du musst gelernte Fachkraft sein. Ja. Wir nehmen keine Laien. Das ist eben auch ganz wichtig bei unseren Communities. Deutschsprachig natürlich, also Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir Kunden, darüber hinaus sind wir auch schon. Aber es ist eine deutschsprachige Community, das ist eine Experten-Community. Das ist für Leute, die teilweise schon 20, 30 Jahre mit dabei sind oder auch Startups sind, je nachdem, was sind alles Experten. Das heißt, du musst ein Experte sein in deinem Genau, Gebiet. ja. Zumindest eine gelernte Fachkraft, ganz Genau. wichtig für uns. Wir sind auch Experten, wir haben auch Ausbildungen und erwarten das genauso von unserem Gegenüber. Und vor allen Dingen dieses Jahr kommen ja auch gerade in der Beauty-Branche einige Dinge wie NESV und so weiter. Also es geht ja auch in der Beauty-Branche in die Richtung, ne, Fachkräfte. Und das befürworten wir natürlich und unterstützen wir auch in dem Sinne. Ja.